Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen bei der DWA zum heutigen Webinar Vorstellung des Branchenbild der deutschen Wasserwirtschaft. Und hier habe ich es auch, das Branchenbild ist raus 2020 und Sie können das eben auch sich anschauen. Wir haben in den Unterlagen für Sie ein PDF bereitgestellt. Sie können das natürlich auch bei uns auf der Homepage herunterladen. Die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall. Wir sind eine große Vereinigung, das wissen Sie wahrscheinlich. Viele kennen uns, 14.000 Mitglieder und haben ein breites Spektrum. Wir decken quasi den Wasserkreislauf ab. Der ein oder andere hat ja schon versucht, mit uns letzte Woche über das Branchenbild zu diskutieren. Das war uns leider nicht möglich, weil das Branchenbild wird immer an einen hochrangigen politischen Vertreter übergeben. Und das konnte letzte Woche nicht stattfinden, beziehungsweise vorletzte Woche nicht stattfinden. Der anvisierte Termin ist geplatzt. Aber jetzt ist es dann doch passiert am 18. Juni und darüber nachher auch mehr. Dieses Branchenbild wurde von mehreren Verbänden wie immer erstellt und geschrieben und liegt nun vor. Wir beide, das sehen Sie, wir sind zu zweit. Richard Esser, mein Name ist Friedrich Hetzel und wir halten diesen Abstand von 1,5 Meter nicht ein. Auch das ist leicht erkennbar. Nun, wir arbeiten schon seit Jahren unter demselben Dach, sind uns also sehr vertraut. Von daher entweder erwischt es uns beide oder eben keinen. Ja, mein Name ist Friedrich Hetzel. Ich arbeite seit 2012 bei der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall und leite dort die Abteilung Wasserwirtschaft und Abfallwirtschaft. Richard. Ja, ich bin seit 2016 bei der DWA und habe vorher über 20 Jahre lang die Kläranlagen in Bonn geleitet. Hier bei der DWA bin ich als Fachreferent für Wirtschaft tätig. In dem Zusammenhang ist eben dann auch die Mitarbeit beim Branchenbild im Redaktionsteam. Fällt das in diesen Bereich? Es ist so, dass ich eben im anderen Bereich noch die TSM-Stelle, Technisches Sicherheitsmanagement, die TSM-Stelle bei der DWA leite und auch als Experte deutschlandweit unterwegs bin. Ja, wunderbar. Toll, dass wir die Möglichkeit haben, Ihnen das Branchenbild ein wenig nahe zu bringen. Und wie gesagt, Sie haben über die Chat-Funktion auch die Möglichkeit, Fragen an uns zu richten. Bitte, wir können wahrscheinlich, dafür bitte ich schon mal um Entschuldigung, nicht alle Fragen beantworten. Aber das versprechen wir Ihnen schon. Wir wollen im Nachgang auf alle Fälle auf jede Frage eingehen, über Telefon oder per E-Mail. Dieses Webinar, das werden wir auch aufzeichnen und das steht dann auch Ihnen weiterhin zur Verfügung, kann abgerufen werden über unsere Homepage. Ich möchte mich auch noch ganz herzlich bedanken an die beiden Organisatorinnen, das ist die Frau Kajala und die Frau Seidel, die unterstützen uns hierbei, damit das alles so wunderbar und rund läuft. Ja, jetzt aber zum Inhalt von unserem Branchenbild. Richard, das Branchenbild 2020, es ist nicht das erste. Was gibt es zu erzählen zur Historie? Wie ist es entstanden? Ja, das ist das fünfte Branchenbild. Es ist so, dass es in 2002, am 21. März, gab es einen Beschluss des Deutschen Bundestages, den sogenannten Modernisierungsbeschluss. Es war damals eigentlich ja die Frage, kann öffentliche Führung von zum Beispiel von Kläranlagen oder eben auch der Wasserversorgung, können die überhaupt modernen Anlagen führen? Und ist eben auch die Idee entstanden, dass man Benchmarking durchführt. Und also der Hintergrund war eben, sind die Zahlen in Ordnung in diesen Betrieben? Und man hat dann eben das Benchmarking auch eingeführt als freiwilliges Benchmarking in den Unternehmen der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung und hat das Branchenbild auch dazu genutzt, um eben die Ergebnisse, die positiven Ergebnisse darzustellen. Na? Und man kann eben ganz klar feststellen,
Trinkwasser liegt in bester Qualität vor. Abwasserreinigung erzielt sehr gute Ergebnisse. Und das wird hier mit dem Branchenbild eben dargestellt. Das ist eigentlich der Hintergrund. Und deswegen kann man auch erkennen, wieso ist in dem Branchenbild, sind nicht jetzt andere Bereiche noch mit aufgeführt. Und deswegen ist es eben die Wasserver- und die Abwasserentsorgung, die Inhalt im Branchenbild sind. Okay, also ich nehme es ein wenig mit. Letztendlich hat man sich fokussiert auf die Wasserver- und Abwasserentsorgung im Branchenbild. Und Historie war es ein gewisses Misstrauen, dass man gesagt hätte, naja, können die das denn wirklich gut, die Versorger und die Entsorger, die hauptsächlich oder sehr viel auch kommunal ja strukturiert sind. Und man hatte dann sich auf den Weg gemacht aus der Wasserwirtschaft heraus und hat gesagt, wir zeigen euch, wie gut wir sind. Und hat dann eben begonnen, so ein Branchenbild aufzunehmen, zu erarbeiten und in regelmäßigen Abständen eben dann auch zu veröffentlichen. Ja, und ich hatte ja gesagt, wir wollten dieses Branchenbild ja auch schon vor 2 oder 3 Wochen übergeben an einen hohen politischen Vertreter. Richard, wer ist es denn dann geworden? Ja, es ist die parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie geworden, die Frau Elisabeth Winkelmeier-Becker, die eben dann im Namen der führenden Verbände der Wasserwirtschaft das Branchenbild empfangen hat. Es ist, sind Vertreter von allen Verbänden, von allen 6 Wasserverbänden in Berlin anwesend gewesen. Natürlich da in dem Falle mit dem entsprechenden Abstand. Wunderbar. Corona-bedingt. Ja. Ja, wir hatten es angesprochen. Das Branchenbild ist eine Schrift, die von mehreren Verbänden erstellt wurde. Und das bedeutet natürlich auch, dass derjenige, und ich glaube, da liege ich richtig in der Annahme, der danach das Branchenbild nutzt, sprich die Grafiken nutzt, vielleicht auch Textausschnitte nutzt, der kann sich sicher sein, dass man sich da in der deutschen Wasserwirtschaft einig ist. Ja, definitiv ist das ja ein Ergebnis von den 6 Verbänden, die eben damit darstellen, damit stimmen wir alle überein, das sind die Zahlen, die verlässlich sind und für die wir alle einstehen. Und die eben auch zeigen, wie gut wir in Deutschland aufgestellt sind, sowohl in der Trinkwasserversorgung als auch in der Abwasserentsorgung. Du hattest es angesprochen, Leistungsvergleich, Benchmarking steht auch in der Verbändeerklärung nochmal drin. Meine Damen und Herren, Sie sehen das ja auch hier auf dieser Folie, etwas klein, aber groß natürlich dann auch in der entsprechenden Veröffentlichung. Auf einer der letzten Seiten ist diese Verbändeerklärung nochmal abgedruckt. Freiwilliges Benchmarking, ganz kurz, Richard, was müssen wir darunter verstehen? Ja, Benchmarking ist ja ein Vergleich untereinander und die Benchmark ist ja sozusagen der Bestwert. Also man vergleicht sich mit den Besten in der Wasserwirtschaft und es ist ein Instrument, um zu erkennen, wo kann ich eigentlich noch was optimieren. Wo sind die Möglichkeiten? Und es ist so, dass das Benchmarking eben auch eine Veranstaltung ist, wo man sich einfach auch trifft, wo man Netzwerke schließt und hiermit auch die Möglichkeit hat, einfach genauer mit den Leuten zu sprechen. Es ist auch so, dass es geht eben sehr offen, man geht sehr offen miteinander um eben zu erfahren, wie hast du das geschafft, dass du so einen guten Wert erreichst? Das heißt jetzt nicht für jeden, dass er den gleichen Wert erreichen kann. Es ist immer eine Differenz zwischen dem, was kann ich in meinem Betrieb erreichen. Das muss nicht unbedingt das gleiche Ziel sein, das ich erreichen kann wie der Beste. Aber es ist hilfreich, um diesen Weg zu gehen. Ja. Und damit eben halt auch das, was man eben bei Umfragen auch herausbekommen hat, das sind einfach tatsächlich moderate Preise, die in der Wasserwirtschaft erreicht werden und was auch die Kunden entsprechend anerkennen. Bevor wir zu den Preisen kommen, auch ein spannendes Thema, möchte ich nochmal kurz beim Benchmarking doch verharren. Wir haben ja, du hattest es selber gesagt, den Beschluss
2002. Das ist ja schon eine Weile her. Damals hat man der Wasserwirtschaft in Deutschland mit auf den Weg gegeben: Hier, vergleicht euch, zeigt eure Leistung. Was ist denn passiert in den letzten Jahren? Kann man da kurz drauf eingehen? Ich bin mir sicher, auch hier im Branchenbild ist es ja auch skizziert. Ja, wir werden da sicherlich gleich noch drauf kommen. Es ist so, dass eben viele Betriebe es geschafft haben, da Optimierungen, Optimierungspotenzial auszunutzen. Und es ist so, dass man eben anfangs nur ein sogenanntes Länderbenchmarking ins Auge gefasst hat und dass das immer mehr, immer breiter geworden ist, was man jetzt miteinander vergleicht, dass man sich auch Teile rausnimmt und die mit anderen Unternehmen Gut. vergleicht. Dann schauen wir doch mal kurz auf die Inhaltsangabe. Da sehen Sie dann auch, sehr geehrte Damen und Herren, was wir alles aufgenommen haben in diesem Branchenbild. Und unter achtens ist das schon erwähnte Thema Benchmarking aufgegriffen. Aber Sie sehen, wir gehen da durch: Wasser und Gesellschaft, wasserwirtschaftliche Rahmenbedingungen, strukturelle und technische Rahmenbedingungen, rechtlicher, ökonomischer, politischer Rahmen, Unternehmensformen, Größenstruktur, Wasserwirtschaft aus Sicht der Bevölkerung, aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen. Wir wollen diese acht Themen kurz auch hier mit Ihnen diskutieren und ansprechen. Jetzt hatten wir über das Benchmarking doch schon einiges erwähnt und du hast auch schon einiges fallen lassen. Vielleicht bleiben wir mal an diesem Thema ganz direkt, weil es war ja auch zentral der Wunsch letztendlich von höchster Stelle, dass sich die Wasserwirtschaft eben vergleicht. Von daher die Frage nochmal: Was ist passiert und können wir da einfach mal einen Blick in das Branchenbild werfen? Was habt ihr da aufgenommen im Branchenbild? Ja, das ist, wie ich eben sagte, wir haben eben jetzt mal uns angesehen, was gibt es eigentlich alles für Benchmarking-Projekte? Und es ist eben nicht nur das Landesbenchmarking, sondern es sind eben Benchmarking-Projekte, wo sich große Wasserversorger untereinander vergleichen. Und ja, wie hier in dem Bild auch sichtbar ist, ist jetzt hier für Trinkwasser, das ist, kommt nachher auch mal für Abwasser, ist das ähnlich. Das ist einfach, dass man sieht, hier gibt es eine Vielfalt von Benchmarking-Projekten und das ist, das alles hat dazu beigetragen, eben einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess in den Unternehmen in Gang zu setzen. Und ja, die Verbände empfehlen auch den Mitgliedern die Teilnahme an den Benchmarking-Projekten, um das noch immer weiter breiter aufstellen zu können. Das heißt, das gibt es für Trinkwasser-Benchmarking, das gibt es genauso auch für die Abwasserentsorgung. Sieht das ähnlich aus? Also hat man auch dort Erfahrungsaustausche, hat man auch dort Kennzahlenvergleiche? Ja, das ist, haben wir jetzt hier in dem nächsten Schaubild ja auch mal dargestellt. Es ist beim Prozessmanagement werden zum Beispiel wenn die Geschäftsprozesse qualitativ und quantitativ erfasst und verglichen. Es gibt ein Unternehmensbenchmarking, da geht man jetzt nicht so in die Tiefe, das ist mehr so eine Standortbestimmung und gibt Hinweise auf Unternehmensentwicklung. Ja, und wenn man eben genauer wissen will, welche Prozesse verbessert werden könnten, empfiehlt sich eben das Prozessbenchmarking, aber es gibt eben auch Prozessbenchmarking für die einzelnen Bereiche, Kanalnetz, Kläranlagen, Laboranalytik oder IT. Und die Vergleiche werden mit Hilfe von Kennzahlen herbeigeführt und ja, das ist so das, was im Benchmarking stattfindet. Ja, Richard, ich möchte mal ganz kurz zurück auf das, was du eingangs gesagt hattest, als du dich vorstellst. Und da hatten wir ja alle erfahren, auf der Kläranlage in Bonn eine führende Rolle eingenommen, dann jetzt hier auch mit der DWA unterwegs beim technischen Sicherheitsmanagement, Benchmarking. Wie ist dir das damals in, sag ich mal, der Arbeitswelt auf der Bonner Kläranlage oder auch jetzt beim TSM, wenn du andere Anlagen besuchst, wie kam dir das dann hin und wieder mal unter? Wie vorteilhaft wird es auch aufgenommen?
Ja, das ist schon so. Wir hatten damals auch Prozessbenchmarking an der großen Kläranlage gemacht und da ist es so, also am Kläranlage Salierweg, da ist es so, dass das eben erkennbar wird, wo Prozesse sind, eben auch Energieeinsparung war ein Thema, was eben auf dem Salierweg auch umgesetzt werden konnte. Das ist einfach aufgefallen. Das ist so ein Bereich, wo wir nicht gerade die Benchmark hatten. Und ja, und es ist im Austausch jetzt, wenn ich als TSM-Experte unterwegs bin, kriegt man immer mit, dass auch da Potenziale ausgeschöpft werden. Und wir können mit Sicherheit sagen, dass wir wirklich gute Ergebnisse, hohe Qualitätsstandards haben und das auch in den Unternehmen so umgesetzt wird, dass es gesetzeskonform ist und dass Abwasserreinigung im Endeffekt ein guter Beitrag zum Umweltschutz ist. Ja. Und letztendlich ja, dieser Leistungsvergleich und sich immer wieder auch auszutauschen, den Erfahrungsaustausch zu leben, sich über Kennzahlen zu vergleichen, führt natürlich auch zu einer wirklich hohen Qualität unserer deutschen Wasserwirtschaft, sowohl im Trinkwasserbereich als auch im Abwasserbereich. Und das, so muss man ja auch feststellen, zu sehr moderaten Preisen. Wir haben jetzt hier auch noch mal eine weitere Grafik aufgeworfen. Sie sehen es. 33 Cent Trinkwasser kostet das den Menschen, den Deutschen hier. Kannst du kurz mal erläutern, was sich noch weiter hinter dieser Grafik so versteckt? Ja, gut, der Tagesbedarf 127 Liter ist ja jetzt eine aktuelle Zahl. Die hat sich mittlerweile auf einem niedrigen Niveau eingependelt. Das war mal deutlich höher. Es ist, wenn man sich ja überlegt, dass man, ja, wie hier auch angezeigt, 1 Minute und 31 Sekunden Arbeitszeit dafür verwendet, im Durchschnitt, jetzt beim Durchschnittslohn, um eben Trinkwasser in den Haushalt zu bekommen, sieht man, dass das halt doch sehr günstig ist für den Aufwand, der betrieben werden muss. Ja? Also Trinkwassergewinnung, Trinkwasser entsprechend aufbereiten und verteilen. Und ähnlich ist das ja nachher auch beim Abwasser auf der nächsten Folie. Aber lassen wir uns mal ganz kurz nochmal hier über Trinkwasser sprechen. 127 Liter Trinkwasser. Ist das wirklich genau das Wasser, was so eine Person während ja, so durchschnittlich benötigt? Oder ist es tatsächlich ganz klar nur auf das fokussiert, was er, sagen wir mal, aus seiner Trinkwasserquelle, sprich normalerweise aus seinem Wasserhahn bezieht? Ja, das ist natürlich das Trinkwasser, was er aus dem Wasserhahn bezieht. Das sogenannte virtuelle Wasser ist ja ein Vielfaches. Also wenn man sich überlegt, wie viel, ich kann es jetzt gar nicht genau sagen, aber ich weiß, dass es eine Riesenmenge ist, um 1 Kilo Bananen zum Beispiel zu erzeugen, wird eigentlich das meiste Trinkwasser sozusagen importiert. Ich glaube, es sind 5.400 Liter Wasser pro Person in Deutschland, die als virtuelles Wasser gelten. Da wären ja diese 127 Liter verschwindend gering, aber ich denke, es war ein guter Hinweis von dir, einfach auch nochmal deutlich zu machen. Wird natürlich jetzt im Branchenbild in dem Sinne nicht intensivst behandelt, aber eins ist ganz klar, virtuelles Wasser ist ein ganz, ganz hoher Anteil, den wir als Bürger jetzt auch hier in einem sogenannten wasserreichen Land verwenden. Sprich, wir importieren einen ganz hohen Anteil eben auch an Wasser in unser wasserreiches Land. Ja, das ist sicherlich einer Diskussion wert, wenn man sich überlegt, wir müssten mit unseren Wasserressourcen letztendlich auch all das stemmen, was wir an virtuellem Wasser tatsächlich verwenden und benötigen. Gut, aber das führt wahrscheinlich ein wenig auch vom Branchenbild weg, oder? Ja, ich habe so eine Sache fällt mir schon noch auf. Wenn man ja sich überlegt, wie ist eigentlich die Entwicklung dieser Branchenbilder, dann ist es dieses Jahr zum ersten Mal, dass man
dass einen anderen Anstrich bekommt. Das heißt, es ist nicht mehr nur von dem reichhaltigen Wasserdargebot hier in Deutschland die Rede, sondern man hat natürlich 2018 auch gezeigt bekommen, oh, das kann doch knapp werden. Ne? Also das heißt, die Talsperren hatten teilweise so niedrigen Wasserstand, dass es schon bedenklich war. Und deswegen hat es jetzt zum ersten Mal, kriegt es eben einen anderen Anstrich in dem Branchenbild. Und es wird sicherlich dazu führen, zu überlegen, wie gehe ich mit Wasser um? Ja? Das ist also hier auch im Branchenbild mit festgehalten, dass man sich ansieht, was mache ich mit dem Wasser? Genau, ich habe es mir auch gerade mal angeschaut. Es gibt ja tatsächlich auch ein Kapitel Nutzungskonflikte. Genau das Thema, was du angesprochen hast. Ne? Wir brauchen eben Wasser für unsere Ökosysteme. Wir brauchen natürlich Wasser für den Menschen. Unsere Industrie braucht Wasser, unsere Landwirtschaft braucht Wasser. Wenn wir dann solche Jahre haben wie 2018, dann wird es durchaus mal kritisch in einem sogenannten wasserreichen Land. Ja? Gut, ja, aber wir haben auch natürlich entsprechend einen Aufwand zu betreiben, um das Trinkwasser, das genutzte Trinkwasser, was ja dann zu Abwasser wird, dann wieder aufzubereiten. Und ja, hier sehe ich den 0,37 Euro für die Entsorgung fallen pro Tag durchschnittlich an. Weiß das der Bürger eigentlich? Ja, es wird ihm wahrscheinlich ein bisschen mehr erscheinen, deswegen ist es wichtig, das einfach mal darzustellen. Vielleicht sollte man auch nochmal erklären, hier taucht jetzt wieder die 127 Liter auf. Es ist einfach so, dass die Abwassergebühr wird entsprechend der Trinkwassermenge, die ich beziehe, berechnet. Ja, das heißt also, es wird so berechnet, als wenn das gesamte Trinkwasser in das Abwassernetz geht. Da ist ja keine weitere Wasseruhr dran. Ja. Daher kommen eben auch so Sachen zustande, wie dass man, wenn ich jetzt irgendwie Brauchwasser nutze, dass ich das separat mit einer Wasseruhr versehe, um dann das auch wieder rausrechnen zu können. Genauso wie wenn ich eben Regenwasser versickere, dann kann ich diese 127 Liter sozusagen in eine kleinere Einheit bringen, eine kleinere Zahl bringen. 37 Cent pro Tag sind die durchschnittlichen Kosten für die Entsorgung eines ganzen häuslichen Haushalts. Das ist, ja, ich finde, das ist schon sehr günstig, wenn ich das sehe, was für ein Aufwand in der Abwasserreinigung betrieben wird. Das sind ja modernste Techniken, die da eingesetzt werden. Im Übrigen lohnt sich immer mal auch so eine Kläranlage wirklich zu besichtigen. Ich halte das für eine wichtige Entscheidung, auch für Kinder und Jugendliche, sich das anzusehen, weil es da zum ersten Mal auch klar wird vielleicht, was ein Riesenaufwand. Ja? Mit welch schmutziges Wasser kommt da rein und welch klares Wasser hinten raus und das für diesen kleinen Aufwand. Ja, also der Preis ist ja wirklich vielleicht ein Brötchen, ja, so kann man es übersetzen, ja, am Tag. Und was du gesagt hast, so eine Kläranlage zu besichtigen, ist hochspannend. Das ist ein absolut toller Beruf, ja, den man ergreifen kann. Und da kommen wir aber vielleicht später auch nochmal drauf zu sprechen. Ich wollte das deswegen nochmal erwähnen, weil ja immer wieder fast regelmäßigen Abständen, würde ich mal sagen, kommt dann in den Zeitungen, oh, die Abwassergebühr ist da ja viel höher als dort, wie kann das denn überhaupt sein? Und dann wird wieder mehr oder weniger in Frage gestellt, ob die Abwasserentsorger einen guten Job machen, beziehungsweise ob sie sich nicht ich sag's mal salopp, die Taschen vollstopfen. Ja? Warum haben wir denn unterschiedliche Gebühren? Vielleicht das auch noch mal ganz kurz. Ja, es ist wesentlich die Gebühr beeinflussend ist auch der kalkulatorische Zinssatz für das Vermögen, was auf den Kläranlagen ist. Und hier gibt es durchaus unterschiedliche Möglichkeiten. Und so ist es häufig, kommt es so, dass die Süddeutschen Verbraucher weniger für Abwasser bezahlen müssen, aber daher auch, weil ein niedrigerer kalkulatorischer Zins angesetzt wird.
Das macht sehr viel aus, weil die kalkulatorischen Kosten häufig bis zu 2/3 ausmachen. Aber heißt es dann auch, dass wir in Zukunft durchaus auch mit höheren Kosten zu rechnen haben, weil ja viele Anlagen nun doch in die Jahre gekommen sind und jetzt doch einige auch vielleicht sehr, ja, immense Kosten auf den einen oder anderen zukommen, zur Modernisierung, gegebenenfalls auch weitergehenden Reinigung? Also tatsächlich glaube ich, dass so in den letzten Jahren hat man sich da sehr konsolidiert und hat die Preise ja sehr moderat erhöht. Wir haben jetzt den Eindruck, dass eben die Infrastruktur, zum Beispiel Abwasserkanäle, dass da mehr saniert werden müsste, mehr investiert werden muss und dass das tatsächlich in den nächsten Jahren dazu führen kann, dass es da Preissteigerungen gibt. Ja, aber ich sage mal 37 Cent, ich glaube mal, selbst wenn wir eine Preissteigerung hätten auf 45 Cent, müsste eigentlich der Bürger gewissermaßen, also wir reden natürlich über Durchschnittswerte, durchaus verkraften können. Auch vor dem Hintergrund, und das muss man, glaube ich, auch nochmal sagen, dass ja die Wasserwirtschaft maßgeblich dazu beigetragen hat, die Lebenserwartung zu erhöhen. Es war eben nicht die Medizin, sondern es war letztendlich die Siedlungswasserwirtschaft, die dazu führte, dass wir so eine hohe Lebenserwartung eben auch haben. Und ich glaube, dann sind es die 37 Cent durchaus wert oder vielleicht auch 45 Cent. Letztendlich muss man eigentlich deutlich machen, wir haben einfach ein hohes Gut und mit diesem Gut muss man eben entsprechend umgehen und da eben auch Investitionen tätigen, wie du sagst, sei es ins Kanalnetz, sei es natürlich auch in das Verteilungsnetz beim Trinkwasser. Gut, ja, dann würde ich gerne auch weitere Themen ansprechen. Man sieht hier nochmal vielleicht auf dieser Folie ganz gut, was du ja auch schon ein wenig erwähnt hast, was auch der strukturelle Einfluss angeht, was durchaus natürlich zu einer unterschiedlichen Bepreisung führen kann, zu unterschiedlichen Gebühren führen kann. Das ist ganz klar. Das ist natürlich dann auch immer wieder deutlich zu machen, wenn solche Fragen in den Zeitungen aufpoppen, warum zahlt der eine in der Stadt X so viel und der andere in der Stadt Y nur so viel, dann muss man das eben auch wieder entsprechend hervorkramen und sagen, pass mal auf, hier ist man beispielsweise in einer gebirgigen Region und hier ist man im flachen Land. Da hat man einfach schon schlicht und ergreifend unterschiedliche Rahmenbedingungen und die fließen natürlich auch irgendwie ein und müssen bepreist werden. Also von daher ist es zwar erstaunlich, dass uns diese Frage immer wieder in regelmäßigen Abständen trifft, aber wir werden auch in immer wieder gleicher Art und Weise entsprechend darauf antworten. Und ich denke auch, das Branchenbild gibt einen wunderbaren Überblick darüber, wie eben die Wasserwirtschaft aufgestellt ist und dass es wert ist, eben in diese Infrastruktur zu investieren. Und wir wissen auch, die Kommunen machen sehr viel, keine Frage. Gleichwohl muss man eben auch wissen, es ist eine stetige Aufgabe, es ist eine immer wiederkehrende Aufgabe, eben in seine Infrastruktur zu investieren. Ja. Ich habe auch gesehen, in diesem Branchenbild wird über die Digitalisierung und Wasser 4.0 ein Kapitel gewidmet. Was hat es damit auf sich? Also man weiß natürlich, die Digitalisierung kann uns unterstützen, die kann uns helfen. Aber wie steht denn die Wasserwirtschaft da? Wir sprachen vorher von Modernisierungsstrategie. Digitalisierung ist eine Art von Modernisierung. Was hat die Wasserwirtschaft bisher getan? Wie steht sie aktuell da, Richard? Bitte. Ja, es ist natürlich so, dass in der Wasserwirtschaft, in der Wasserversorgung, in der Abwasserentsorgung schon vieles digitalisiert ist, schon vieles elektronisch abläuft, gar keine Frage. Es ist so, dass man natürlich sich nochmal hinterfragen kann, gibt es hier noch weitere Möglichkeiten der Optimierung und wobei man natürlich auch dabei im Auge behalten muss, die IT-Sicherheit, die hier ja auch eine wichtige Rolle spielt und die für mich immer wieder auch mit dazugehört, wenn ich von Digitalisierung spreche, dann muss ich auch das Auge darauf halten,
was macht die IT-Sicherheit, weil die... Aber das ist ein guter Hinweis. Lass mich da vielleicht ganz kurz noch ergänzen, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch erfahren, dass wir ja gemeinsam mit dem DVGW auch eine Überarbeitung herausgebracht haben zum branchenspezifischen Standard. Wir wissen alle, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung ist eine kritische Infrastruktur. Dementsprechend müssen und sollen eben Betreiber ab einer bestimmten Größe sich auch vor Cyberangriffen schützen. Und dazu eben wurde von den beiden technisch-wissenschaftlichen Verbänden DVGW und DWA dieser branchenspezifische Standard jetzt in der zweiten Version auch aufgelegt. Der wurde übrigens auch vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie anerkannt. Das heißt, er ist durchaus ein Standard, mit dem man arbeiten kann, meines Erachtens arbeiten sollte. Und er ist eben auch nicht nur geschrieben worden für die ganz Großen, die haben das bestimmt immer schon auf dem Schirm gehabt, sondern auch für kleinere Betreiber, die können sich daran auch entlanghangeln und sich entsprechend einschätzen, selbst einschätzen, wie es um ihre IT-Sicherheit denn auch aussieht. Ja, aber jetzt hatte ich dich ein wenig unterbrochen. Du warst gerade auch sozusagen unterwegs, uns noch weitere Kennzeichen zur Digitalisierung in der Wasserwirtschaft zu erläutern. Ja, jetzt bin ich ein bisschen, kann ich jetzt im Moment... Was uns ja auch umtreibt, ja, ist ja nicht schlimm, was ich nur auch weiß, ist in vielen Organisationen, ich denke mal, das kam auch aus dem Hochbau und kam dann ein wenig überraschend auch auf uns herüber, so dieses Building Information Modeling, ja, ein schon etwas sehr seltsam deutsches Wort, aber gut, so ist es eben, abgekürzt einfach mit BIM. Und ja, ich muss doch sagen, seit den letzten anderthalb Jahren haben wir uns doch intensiv damit beschäftigt und die DWA hat ja dazu auch ein eigenes Gremium eingerichtet und wird in Bälde auch eine Veröffentlichung dazu herausbringen. So, Building Information Modeling, hilft uns das? Bringt es uns das voran? Ist es etwas, wo wir in der Wasserwirtschaft, und darum geht es ja letztendlich, effizienter und besser werden? Ja, das ist zumindest eine Möglichkeit, um Dinge zu darzustellen, nicht nur darzustellen, sondern um Prozesse einzuleiten, die aufeinander abgestimmt sind. Eigentlich ist es ja so, dass man dieses BIM eingeführt hat, nachdem man erkannt hat, so große Bauprojekte in Deutschland, da gibt es durchaus Schwierigkeiten. Und man hat überlegt, wie kann ich eigentlich diesen Planungsprozess optimieren? Und daher kam man auf dieses BIM und das eben ja den ganzen Werdegang von über Planung, Bau, Betrieb bis hin, dass wenn es wieder entsorgt werden muss, das alles beschreibt und eben auch die Möglichkeiten gibt, hier Dinge vorzubereiten, um eben einen guten Ablauf des Baus auch nachher zu gewährleisten. Also was mir da sehr daran gefällt, an dieser ganzen, man muss ja schon sagen, Philosophie, ist, dass man den Lebenszyklus des einzelnen Bauelements letztendlich abbilden kann und damit natürlich auch zur Nachhaltigkeit ganz, ganz massiv beitragen kann. Und deswegen denke ich, ja, klar, macht es Sinn, also natürlich auch wieder mit Augenmaß, das auch in der Wasserwirtschaft zu verwenden und einzuführen. Wir haben auf dieser Folie jetzt auch noch einen weiteren Spiegelstrich, virtueller Zwilling, vielleicht ganz kurz im Branchenbild ja auch erwähnt. Was versteckt sich dahinter? Ja, das ist die Abbildung des eben von einer Kläranlage meinetwegen als virtuell dargestellt und insofern eben der Zwilling und hier kann ich auch durchaus auch bestimmte Dinge durchführen, wie was habe ich zu erwarten an Abwasserreinigung? Ja? Also ich stelle mir das vor, ich kann da das ein oder andere simulieren. Und dann entsprechend auch tatsächlich optimieren nachher an der Anlage selbst. Das heißt durchaus auch ein wichtiges und hilfsbringendes Werkzeug.
Und dafür brauche ich Leute. Ich meine, das heißt, dieses Bild vom, sage ich mal, Abwassermeister, jetzt, wenn ich hier lese, Building Information Modeling, virtueller Zwilling, Alpha-Grad-Modell, haben wir jetzt in dem Sinne nicht so weit besprochen, aber da kann man dran erkennen, dieses Berufsbild ändert sich auch. Also die Leute, die auf diesen Anlagen sind, haben nicht nur einen spannenden umwelttechnischen Beruf, nein, sie müssen sich auch mit modernster Digitalisierungstechnologie auseinandersetzen. Wie sieht es dann aus mit unserer Personalentwicklung, wenn wir jetzt mal weitergehen? Ja, das ist gerade natürlich jetzt greift wirklich, dass wir der Fachkräftemangel, es ist bei jeder Stellenbesetzung im Moment spürbar geworden, dass es schwierig ist, Stellen zu besetzen. Das ist jetzt noch unabhängig davon, dass man ja, dass sich dieser Ausbildungsberuf immer weiterentwickelt und moderner werden muss. Ist es so schon jetzt im Moment schwierig, Meisterstellen zu besetzen? Fachkraft für Abwassertechnik wird weniger ausgebildet, wie er eigentlich benötigt wird. Und daher ist es immer wieder eine Herausforderung, wenn eine Stelle frei wird, die wieder besetzen zu können. Wobei es ja, wie wir gerade ja dargestellt haben, ja ein hochinteressanter Bereich ist, ja, eine hochspannende Technik, die auf Anlagen der Wasserwirtschaft eingesetzt werden. Ne? Es gibt eben ja auch ein DWA-Themenband dazu, das eben so ein bisschen eine Hilfestellung gibt, um eben diesen demografischen Wandel und zunehmenden Fachkräftemangel zu begegnen. Sind Unternehmen, die das auch schon umsetzen, entsprechend eben, was weiß ich, auf eine Ausbildungsbörse gehen, auch wirklich darstellen, das ist nicht zu unterschätzen, das ist Umweltschutz. Wir sprechen überall hier in unserer Welt über Umweltschutz und in der Wasserwirtschaft, gerade insbesondere im Abwasser, befinden wir uns mitten in dem Umweltschutzthema. Ja. Das ist gelebter Umweltschutz. Ja, das zum einen und es ist auch ein sehr sicherer Arbeitgeber, weil ich gehe mal davon aus, Trinkwasser wollen wir nach wie vor haben und unser Abwasser soll auch nach wie vor entsprechend gut gereinigt werden und wieder zurückgebracht werden in den Wasserkreislauf. Meine Großmutter hat immer gesagt, geh zur Bank, da hast du einen sicheren Job, aber ich glaube, wir können heute absolut mit ja, breiter Brust sagen, geh in die Wasserwirtschaft, da hast du einen sicheren Job, der wird auch unter Corona-Zeiten nach wie vor heiß gefragt werden. Ja, also auch da waren wir ja wirklich intensivst beschäftigt, um uns mit auch dieser Pandemie auseinandersetzen. Und da komme ich auch zu einem weiteren. Das ist ja auch so, dass man wirklich feststellen kann, dass in der Corona-Pandemie ja trotzdem oder erst recht die Wasserversorgung funktioniert hat, die Abwasserreinigung funktioniert hat. Es gab eben da auch entsprechende Maßnahmen, die ergriffen worden sind, dass in Arbeitsgruppen, in Teams gearbeitet worden ist. Man ist da sehr flexibel drauf eingegangen und konnte eben einfach sicher die Abwasserentsorgung beibehalten. Das zeigt auch das, was wir eben schon am Anfang besprochen hatten. Die Wasserwirtschaft ist gut aufgestellt und kann auch auf auf so eine Pandemie reagieren und trotzdem die Wasserversorgung und die Abwasserreinigung garantieren. Ja, wobei muss man schon auch sagen, wir waren ganz schön gefordert, auch als diese Pandemie so richtig zugeschlagen hat und auch in Deutschland die Zahlen hochgingen und berechtigt haben natürlich unsere Mitglieder gefragt, was heißt es denn auf den Abwasseranlagen? Ja, und wir haben ja auch das ein oder andere Webinar genau zu diesem Thema dann auch durchgeführt und haben all das, was wir wussten, zumindest auch weitergegeben in die Branche hinein. Aber bevor wir uns noch weiter mit anthropogenen Spurenstoffen und beziehungsweise der menschlichen Einfluss auf die Wasserwelt beschäftigen, komme ich noch zu einem Aspekt, der Klimawandel. Der Klimawandel fordert uns auch heraus. Du hattest ja von dem Jahr 2018 gesprochen. Man hätte auch 2003 benennen können. Übrigens 2003 7.500 Hitzetote in Deutschland. Weltweit sah es ganz anders aus. Ja, also da hat man extrem hohe
Sterbeziffern zu bezeichnen gehabt, weit über das, was wir eigentlich jetzt erleben müssen über die Pandemie. Also sprich, Hitze kann uns auch töten. Also ich sage es jetzt mal vorsichtig, zumindest gefährlich werden. Jetzt hat im Branchenbild wurde das aufgenommen und wir sehen hier einen wunderbaren Strichcode. Richard, kannst du uns den mal erläutern? Ja, es steht ja auch drunter, es ist eine Farbskala. Die reicht eben von den 6,6 Grad bis 10,3. 6,6 ist als dunkelblau dargestellt, 6,3 als dunkelrot, 10,3 als dunkelrot. Und man kann eben, und das ist, jetzt muss ich gerade überlegen, das ist ja irgendwie, wie viel, 100 Jahre oder sowas dargestellt? Ja, von 1881 bis 2018. Das heißt, man kann ja, das ist deswegen gemacht worden, man kann da sehen, natürlich gab es auch schon mal ein warmes Jahr zwischendrin, ja? Oder auch später noch ein etwas kühleres, das ist die Durchschnittstemperatur, ja? Vom Jahr. Aber die Tendenz ist so eindeutig zu erkennen, dass wir uns von blau nach dunkelrot gearbeitet haben, dass ich will das jetzt einfach nur so darstellen, weil es ja immer noch auch Diskussionen darüber gibt, haben wir denn jetzt Klimawandel oder nicht? Hier an dieser Temperaturskala, finde ich, kann man das sehr deutlich erkennen. Ja, man kann das eigentlich nur mit Ja beantworten. Und dieser Klimawandel hat eben, wenn man das jetzt im Praktischen hier in der Wasserwirtschaft sich ansieht, dann sieht man, wie es sich häuft, dass Wasser eben Straßen überflutet, Gewässer über ihre eben in über ihre Ufer kommt oder eben entsprechend die Kanäle, die Wassermenge nicht mehr abtransportieren können. Das häuft sich sehr deutlich und es sind Bilder, die wir hier in Deutschland ja eigentlich so in der Form gar nicht kannten. Ja, also mich bewegt auch ein wenig dieser letzte Spiegel, sprich veränderte Grundwasserneubildung. Ja, ich meine, aus unserem Grundwasser, nicht nur, aber überwiegend beziehen wir unser Trinkwasser. So, und wenn sich diese Grundwasserneubildung jetzt verändert, und ich könnte mir auch vorstellen, so wie du es mir erläutert hast, mit der Zunahme der Temperatur wird ja auch die Grundwassertemperatur zunehmen und damit natürlich auch bestimmte wasserchemische Prozesse, auch biologische Prozesse im Grundwasser stattfinden, die vielleicht dazu führen, dass wir eine erhöhte Investition treiben müssen, um dieses Grundwasser als Rohwasser aufzubereiten, wieder zum Trinkwasser. Ja. Also es ist eigentlich auch hier unter diesem Kapitel, oder es sind ja mehrere Kapitel, ein Aufruf an unsere politische Entscheidungsträger, wach zu werden und zu sagen, pass mal auf, hier unter diesem Klimawandel, egal wie wir ihn jetzt, sage ich mal, herleiten, aber er ist Fakt, wir erleben ihn, er wird durch Wasser erlebbar, durch Extremereignisse, Starkniederschlag, Hitze, Trockenheit und damit müssen wir umgehen. Ja, aber jetzt sind wir ja praktisch sozusagen schon reingefasselt in den Klimawandel. Der ist schon da. Das heißt, wir haben jetzt diese Extremereignisse, wir haben diese Trockenheit. Ja, und jetzt, was machen wir denn jetzt? Jetzt machen wir einen Schwamm. Jetzt machen wir einen Schwamm. Okay, also das ist schon auch so diese Philosophie zu sagen, okay, das, was wir ja früher auch immer überlegt hatten, den Schlagregen so schnell wie möglich abzuführen, den wollen wir jetzt quasi auch in der Stadt halten über Retentionsflächen. Wir wollen letztendlich den Niederschlag dazu bringen, den Extremniederschlag, dass er das Grundwasser anreichert, ja, und dass er eben nicht einfach rasch abfließt oder dass man sagt, ja, wir brauchen uns einfach größere Kanäle, ja, und damit führen wir das eben dann Richtung Kläranlage und oder schlagen es direkt ab dann in den Vorfluter, sondern wir müssen, und das ist genau dieser Ansatz, dieses Wasser halten, um eben auch längere Hitze- und Trockenperioden auszuhalten. Und dafür brauchen wir wiederum Flächen. Ja? Und die Flächen sind rar in Städten. Das heißt, wir brauchen auch ein ganz anderes Konzept, was Mobilität angeht. Dieser Irrsinn des Individualverkehrs, ich glaube, da sind wir uns alle einig, also zumindest wir beide sind uns einig, muss aufhören. Ja? Das muss sich komplett ändern. Mobilität muss neu gedacht werden. Wir brauchen Mobilität, keine Frage, aber nicht so, wie sie aktuell stattfindet, mit einer Verschwendung von Flächen für die Autos. Ja, so, also das kann nicht mehr funktionieren. Und wir wissen alle, in Städten,
wo man Platz hat, wo man Fahrrad fahren kann, wo man Parkanlagen hat, wo man Grünflächen hat. Eben genau diese Grünflächen, die wir eben brauchen als Retentionsflächen, da fühlen wir uns wohl. Und deswegen dieses Konzept auch an die politischen Entscheidungsträger heranzugehen und zu sagen, wir wollen eigentlich nichts anderes wie eine bessere Qualität, eine bessere Lebensqualität. Ich glaube, das ist genau richtig. Und deswegen freut es mich, dass das eben auch aufgenommen wurde. Nun ist ja der Mensch nicht nur letztendlich auch der Verursacher von Treibhausgasemissionen oder maßgeblich auch Verursacher von Treibhausgasemissionen. Sehen wir mal von Naturgewalten ab, wie Vulkanausbrüchen. Aber man kann natürlich feststellen, dass über die Industrialisierung der CO2-Anteil in der Atmosphäre zugenommen hat, sondern der nimmt Medikamente zu sich, der braucht Farben, der bringt in der Landwirtschaft Pestizide aus. Und so sieht man jetzt beispielsweise auch in diesem Branchenbild eine nette Grafik zu den Einflüssen im Wasserkreislauf. Was geht denn aus dieser Grafik heraus? Ja, es zeigt sich ja, dass ja, ja, möchte man sagen, je älter man wird, desto mehr Arzneimittelverbrauch hat man. Man kann das hier in der Grafik erkennen. Bei den dann noch weiter älteren, über 90, glaube ich, da geht es wieder ein bisschen zurück. Aber grundsätzlich ist es eben ein Vielfaches von dem, was ein junger Mensch braucht. Und dieser Arzneimittelverbrauch jetzt eben dann auch mit dem in Verbindung mit dem demografischen Wandel, dass wir ja älter werden, zeigt alleine daher schon, dass wir noch mehr anthropogene Spurenstoffe in den Wasserkreislauf einbringen werden. Und es braucht ein anderes Prinzip, um diese anthropogenen Einflüsse zu verringern. Ja, Richard, willst du uns jetzt die Medikamente wegnehmen? Oder was ist das Problem? Ich meine, es ist ja toll, dass wir die Medizin haben und dass wir Medikamente haben und dass wir auch viele Erkrankungen damit sehr gut behandeln können. Und deswegen kommen die natürlich irgendwo auch wieder raus. Es gibt bei bestimmten Medikamenten, ist es eben so, dass bestimmte Medikamente lassen sich besser abbauen und in der Kläranlage als andere. Und das kann durchaus meinetwegen jetzt ein Schmerzmittel sein. Und da ist es dann schon sinnvoll zu sagen, hier das Schmerzmittel wäre jetzt eigentlich besser zu verwenden, weil es besser abbaubar ist. Mhm. Also das heißt, es ist, wir werden natürlich mit Schmerzmittel etc. weiterleben. Das will keiner, dass das aufhört. Aber dass man eben sich wirklich überlegt, was kann ich eigentlich für ein anderes Mittel einsetzen, das wäre schon mal eine Sache. Es ist eben auch zu überlegen, weil es ja vieles auch an Medikamenten ins Abwasser gekippt wird, also in die Toilette entsorgt wird, dass man da eben hingeht und sagt, okay, das wäre als Abfall besser aufgehoben. Noch besser wäre es, wenn ich etwas habe, was ich nicht mehr benutzen will, dass ich es zur Apotheke zurückbringe, die es dann entsprechend eben entsorgen kann. Das würde schon mal eine Verbesserung für den Abwasserweg und dann auch damit auch für den Wasserweg bedeuten. Ja, hier sind, sag ich mal, das ist auch schon eine Art Verursachprinzip. Man muss sich eben auch überlegen, ob es noch andere Möglichkeiten gibt, hier eine Vermeidungsstrategie zu fahren. Ja, also sicherlich wäre es gut, an der Quelle anzusetzen, ne? Da, wo der Stoff dann eben auftritt. Das heißt natürlich auch, dass man sich überlegt, bei bestimmten Röntgenpraxen, ob man da direkt dann auch wieder den Urin beispielsweise aufhängt oder mit den sogenannten auch Urinbeutel hantiert, um eben diesen Stoff gar nicht erst in den Wasserkreislauf kommen zu lassen. Aber die Wasserwirtschaft, das will ich hier einfach nochmal betonen, möchte niemand die Medikamente wegnehmen. Nein, ganz gewiss nicht, sondern wir wollen darüber eben einfach auch sensibilisieren, dass diese Medikamente irgendwann halt auch wieder teilweise metabolisiert, teilweise als Transformationsprodukte im Wasserkreislauf auftreten und dann ökotoxikologisch relevant sein können und gegebenenfalls sogar humantoxikologisch relevant sein können. Aber wir haben natürlich nicht nur die Medikamente, also wir haben Medikamente auch in der Tierzucht und wir haben die Pestizide. Und da, die kriegen wir ja gar nicht in der Kläranlage sozusagen geliefert. Ja, also da können wir natürlich lange auch über eine Reinigung nachdenken. Wenn wir die Stoffe überhaupt nicht aus der Landwirtschaft bekommen, dann ist es relativ sinnfrei, sich darüber Gedanken zu machen. Welche Ansätze gibt es denn da? Naja,
glaube, wir zwei versuchen uns ja schon mal ein bisschen weniger Fleisch zu essen, ne? Ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass wir einfach ja, zu viel Fleisch essen und das eben mit der Fleischproduktion. Wir sehen das ja gerade auch an den Schlachtbetrieben, wo jetzt auch diese Pandemie wieder ausgebrochen ist. Also das ist diese industrielle Fleischproduktion ist nicht gut für uns. Ja. Und es führt natürlich auch dazu, dass wir dass wir eigentlich unsere Ressourcen übernutzen, ja, dass wir unsere Böden quasi übernutzen, teilweise natürlich auch verseuchen, unser Grundwasser belasten und uns letztendlich selber den Hahn abdrehen. Ja. Ich meine, das muss man einfach auch mal verstehen und auch da natürlich das Branchenbild eine gewisse auch klarer Fingerzeig auch an die Landwirtschaft. Wir müssen uns da schon zusammentun und uns überlegen, dass wir unsere Ressourcen nachhaltig bewirtschaften. Und die Wasser ist ganz klar, ganz platt die Grundlage des Lebens. Also deswegen können wir uns es überhaupt nicht leisten, diese Ressource zu vergeuden. Weil das bringt mich zum nächsten Kapitel. Vergeuden, Nutzungskonflikte. Es geht ja dann einmal um Mengen, aber es geht natürlich auch um Qualität. Und du hattest es angesprochen, 2003, 2018, Trockenjahr. Gab es denn in Deutschland da einen Kampf um die Ressource Wasser? Nein, einen Kampf um die Ressource Wasser gab es noch nicht. Aber es ist schon so, dass es auch Empfehlungen gab, zum Beispiel Bewässerung vom Rasen oder so jetzt gerade in der Zeit mal nicht zu machen. Ne? Hm. Aber es ist, man muss sich Gedanken dazu machen. Ich glaube, es war aber sogar auch in bestimmten Regionen, wurde auch bestimmten Industriebetrieben die Wassermenge zumindest mal verringert. Mhm. Das waren schon die ersten Auswirkungen 2018. Ja, und wir hatten natürlich auch Auswirkungen, was unseren geliebten Rhein angeht, ja, der uns beide trennt. Du wohnst auf der einen Seite, ich auf der anderen Seite, aber letztendlich 2018 konnten wir beide mal durchlaufen, ja, um uns zu besuchen. So, und da kommt natürlich auch kein Kahn mehr schwimmen, ja, und damit war natürlich auch für viele Industriezweige plötzlich die Zulieferung unterbunden. Große Kraftwerke konnten nur noch mit Halblast oder mussten teilweise vielleicht sogar abgeschaltet werden, weil kein Kühlwasser zur Verfügung stand. Also so. Und es gab sogar Zapfsäulen an der Tankstelle, die nicht mehr beliefert wurden. So, ja. Also von daher ein ganz ernstzunehmendes Problem. Ja. Wie gehen wir mit dieser Ressource um? Wir kommen wieder zurück. Wir müssten sie eigentlich im Kreislauf halten. Das heißt, wir müssten so dieses Schwammkonzept mitdenken. Man muss sich sicherlich auch überlegen, wie man den Transport gestaltet, auf keinen Fall auf die Straße. Ich glaube, der Transport über Schiff und Zug ist sicherlich richtig und wichtig, aber vielleicht muss der Kahn auch kleiner werden, damit er eben auch schwimmt, wenn nicht ausreichend, also wenn nicht normal Wasserstand eben im Rhein zur Verfügung steht. Ja, man muss sich halt auch Gedanken machen, kann ich das Wasser ja im Kreislauf führen, kann ich eine Brauchwassernutzung realisieren? Ne? Gibt es irgendwo, es gibt Konzepte für eine intelligentere Bewässerung in der Landwirtschaft. Ich würde jetzt nicht so weit gehen wie in Spanien oder in Israel, wo aufbereitetes Abwasser genutzt wird. Aber das wird kommen. Die EU hat eine Verordnung, der Rat hat diese schon gebilligt und wir werden durchaus auch mit dieser Verordnung umzugehen haben. Water Reuse, also Wasserwiederverwendung, die werden wir uns genau anschauen. Auch dazu werden wir in der DWA ein Expertengespräch dann durchführen, Ende des Jahres bzw. im September, weil das wird uns berühren. Also so, du sagst zwar, wir wollen nicht so weit gehen wie in Spanien und in Israel, aber innerhalb der EU ist es ja schon Fakt, Spanien könnte gar nicht anders so produzieren als muss sein Abwasser aufbereiten und auch wir werden uns Gedanken machen. Das wird sicherlich spannend werden. Ja, wenn wir wieder sozusagen zum Abwasser kommen, dann besteht ja natürlich bei der Abwasserreinigung auch der Klärschlamm. Gut, wir hatten gesagt, Klärschlamm ist ja auch ein hohes Gut als Nährstoffträger, aber er hat natürlich auch Schadstoffe. Es gab dann die Klärschlammverordnung und die hat uns ja auch klare Restriktionen gebracht. Unter anderem auch,
Das ist wiederum das Gute daran, dass wir den Phosphor rückgewinnen müssen, um uns nicht abhängig zu machen von wenigen Rohstofflieferanten. Ich glaube, die sitzen hauptsächlich in Marokko, in Russland und ich glaube noch in China, aber dann ist auch schon relativ schnell Ende. Ja, wie sieht's aus mit dem Klärschlamm, Richard? Ja, wie hier ja dargestellt, es ist so, dass eben die Klärschlammverordnung beendet 2029 bzw. 2032 die bodenbezogene Verwertung. Also als erst für Ausbaugröße bis 100.000, nachher bis 50.000 Einwohner werden. Es ist so, dass das eben viele an Unternehmen mitbekommen haben. Viele Kläranlagen werden schon neu geplant, die gebaut werden sollen. Monoklärschlammverbrennungsanlagen in der Regel. Kommt ja dann auch noch eben die Verbindung dazu, dass man eben ab 2029 auch das Phosphat recyceln muss. Und dann kommt ja noch der Unsicherheitsfaktor, die Mitverbrennung, die im Moment in der, ja, in der Kohle, in der Braunkohle stattfindet, weil wenn die Energiewende wird eben ja auch das bringen, dass diese Mitverbrennung dann für den Klärschlamm auch da wegfallen wird oder wegfallen kann. Und daher werden viele neue Anlagen geplant und gebaut. Ich habe ja auf der Kläranlage Serlierweg eben auch eine Monoklärschlammverbrennungsanlage geleitet. Und dann ist es eben so, dass aus dieser Asche, aus der Monoklärschlammverbrennungsanlage, die Asche, die hat in Bonn als Beispiel fast 10% reines P, reines Phosphat. Und daher ist es einfach diese Monoklärschlammverbrennungsanlage ist einfach auch super geeignet, um nachher da eben das Phosphatrecycling anzusetzen. Ist dieses Phosphat in Aschen, Pflanzen verfügbar aus der Asche? Ist es schon so? Ja, es gibt tatsächlich Anlagen in Deutschland, die Genehmigung dafür haben und eben festgestellt haben, dass es sogar schon in der Asche Pflanzen verfügbar ist. Aber es braucht wahrscheinlich noch einen kleinen Aufbereitungsschritt, damit die Asche eben dann tatsächlich genutzt werden kann. Das ist eine denkbare Lösung. Aber das andere ist eben, dass man tatsächlich aus dieser Asche eben, dass die wunderbar geeignet ist, ist ein wunderbarer Rohstoff, um eben Phosphat daraus zu gewinnen. Wenn man also die chemischen Bestandteile von Asche nimmt und von dem Gestein, woraus bisher Phosphat gewonnen wird, Phosphorit glaube ich, ja, dann stellt man fest, das ist eine ganz ähnliche Zusammensetzung. Und daher ist die Klärschlammasche ist ein Rohstoff, ja, den wir nutzen. Und man muss ja auch wissen, der Phosphordünger, den wir teilweise aus dem Ausland bekommen, der ist ja auch nicht nur reiner Phosphor, sondern da kann ja durchaus auch Beimengungen sein von Schwermetallen. Man hat auch immer wieder Skandale gehabt, dass sogar Uran mit dabei ist. Also von daher glaube ich schon, wenn uns das sehr gut gelingt, die Phosphorrückgewinnung aus eben beispielsweise Klärschlamm, dann hätten wir da durchaus einen Dünger, der uns etwas unabhängiger macht von den bisherigen Quellen. Hast du denn jetzt eigentlich mal geguckt, wer ja, Fragen ja, ich habe immer wieder auf die Fragen geguckt, meine Damen und Herren. Wahrscheinlich haben Sie es gesehen, dass ich irgendwie immer mal nach rechts geschielt habe. Und wir haben einige, ich würde mal sagen, die überwiegenden Anteil der Fragen haben wir einfach im Rahmen unserer Diskussion auch wunderbar abhandeln können. Es ist noch eine wichtige Frage offen. Und zwar geht die in diese Richtung. Ich hatte es ja auch erwähnt, dass die Siedlungswasserwirtschaft einen ganz, ganz hohen Anteil zur Lebenserwartung auch beigetragen hat. Und da wurde jetzt nachgefragt nach der Literaturstelle. Die kann ich aus dem Kopf jetzt nicht zitieren, aber die werden wir auf jeden Fall zusammenstellen. Es gibt da wirklich zahlreiche Bücher, teilweise sogar Romane. Ghost Map zum Beispiel, absolut lesenswert, spielt in London, wo es auch letztendlich darum geht, was eine gute Siedlungswasserwirtschaft dazu beigetragen hat, um dann auch die Cholera zu verpassen. Ja, wir haben eigentlich auch gar keine Zeit mehr.
alle weiteren Fragen, aber ich sehe, wie gesagt, die meisten haben wir eigentlich auch abgehandelt. Würden wir per E-Mail, per Telefon dann auch im Nachgang noch behandeln und besprechen und diskutieren. Wir wollen Sie aber jetzt noch darauf aufmerksam machen. Es geht weiter mit den DWA-Webinaren. Hier diese Folie zu den nächsten dreien. Aber damit ist es auch nicht am Ende. Wir sind noch lange am Ende der Fahnenstange, sondern wir werden weiter auch uns mit Themen auseinandersetzen. Und auch Sie sind aufgerufen, wenn Sie das Gefühl haben, wir sollten ein Thema diskutieren, aufnehmen, besprechen, dann können Sie uns gerne auch Vorschläge schicken. Ich lese mal vor, die nächsten drei hydromorphologische Herausforderungen, dann ein Webinar zur Gewässerunterhaltung und Hochwasservorsorge. Gerade eben hatten wir es davon gehabt, Trockenheit, Hochwasser. Also es geht nicht nur um Flusshochwasser, sondern es geht auch eben genau dabei auch um diese Extremereignisse, die eben zu Überflutungen führen können. Und es geht, wir hatten ja auch über unseren Klärschwamm gesprochen, den wir ja immer auch in der DWA ganz intensiv diskutieren, um die thermische Behandlung. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende unseres Webinars. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken bei Richard, der auch gemeinsam mit seinen Kollegen und Kolleginnen dieses schöne Branchenbild 2020 geschrieben hat. Es ist veröffentlicht. Sie können es als PDF herunterladen auf unserer Homepage oder eben auch hier in unserem Chat bei den Unterlagen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und bleiben Sie uns treu. Schalten Sie sich wieder zu und bitte schicken Sie uns auch Hinweise, Kritik, Anmerkungen. Was können wir besser machen? Was hat Ihnen gefehlt, damit wir daraus auch lernen? Schönen Tag wünschen wir. Danke. Hat es geklappt? Richtig.